TML Studios und PDB. Präsentieren. Den Tourist Bus Simulator. Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Ja, wir spielen hier den Tourist Bus Simulator. Wenn ihr das Projekt feiert, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Einfach eine Bewertung abgeben, damit ich das sehe, dass ihr das Projekt feiert. Das ist nur so ein kleines Projekt. Ich möchte euch ganz kurz ein paar Sachen dazu sagen. Nebenbei erstellen wir schon mal den Charakter, den man jetzt einfach mal auswählen kann. Erstens sei gesagt, ich habe das Spiel schon mal angetestet und schon ein bisschen gespielt. Und ich finde den Charakter ziemlich passend eigentlich. Also es ist so ein bisschen so der spanische Boy, so ein bisschen der ältere Typ, aber ich finde ihn irgendwie cool. Und wir nennen ihn Mike. Alter, wie einfallsreich. Ist das nicht krass? So, wer neu auf meinem Kanal ist, kann natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Würde ich mich super drüber freuen. Dieses Projekt wird jetzt nicht zu häufig kommen, ja? Nur, dass ihr da irgendwie gewarnt seid, wenn ihr das feiert. Wie gesagt, einfach mal eine Bewertung da lassen, dann sehe ich das. Aber geplant ist es, das Tutorial durchzuspielen, das schätzungsweise um die 4 Folgen dauern wird. 4-5 Folgen das Tutorial zu spielen und danach, ja, wenn ihr Bock drauf habt, noch ab und zu eine Folge, wenn nicht, lassen wir es. Wir haben hier ein wunderbares Auto und wir sind natürlich auf der Insel Fuerteventura. Ja, hui, Alter, das ist so geil, weil ich war tatsächlich schon, was war das für ein Zuckergrad, what the fuck, ich war tatsächlich schon auf der Insel und habe da Urlaub gemacht und das in einem wunderbaren Ort namens Yandia oder Yandia. Und diesen wunderbaren Ort gibt es tatsächlich auch hier im Spiel. Playa, Yandia, Yandia, Playa, wie auch immer. Da war ich tatsächlich und ich bin gespannt, da werden wir auch im Spiel hinfahren. Ich habe alles konfiguriert, ich habe natürlich mein Lenkrad am Schlüssel. Wie gesagt, habe das schon gespielt und auch schon konfiguriert jetzt alles. Ich habe einfach Bock auf dieses Projekt gehabt. Ich habe das Spiel gesehen, ich habe ja auch den Fernbus-Simulator und so gehabt und auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das waren noch ein bisschen so frühere Zeiten, sage ich jetzt mal. Jedenfalls habe ich das Spiel gesehen und dachte so, Alter, da habe ich Bock. Ich habe vielleicht den Motor anmachen, um loszufahren, das wäre so eine Idee. Da dachte ich, hey, da habe ich Bock drauf. Und ich muss mich recht herzlich bedanken bei TML Studios, die mir das Ganze dann zur Verfügung gestellt haben, das Spiel, für das Let's Play, für was auch immer. Einfach mega cooles Dankeschön auf jeden Fall an TML Studios, die das dann auch im Endeffekt ermöglicht haben. Ja, ich habe wie gesagt schon ein bisschen reingeguckt, mir gefällt das Spiel eigentlich relativ gut. Ich bin noch kein Profi und was auch immer, aber ich werde das Ganze ernst machen. Ich weiß nicht, Paluten hat, glaube ich, schon mal ein Video dazu gemacht, aber das habe ich schon öfters gesagt, dass ich nicht so fahren werde wie er, habe ich auch damals im Fernbus-Simulator gesagt, also ich muss mich nicht immer an alle Verkehrsregeln halten, aber ich werde auch nicht so fahren wie er, dass ich einfach auf alles scheiß und irgendwie versuche absichtlich witzig zu fahren, ich mache es einfach ganz normal. Wir gucken uns das Spiel einfach mal ein bisschen an. Falls ihr euch das kaufen möchtet, das ist einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ich dann denke. Und ja, um was soll es in diesem Projekt gehen? Ich hätte als Vorschlag gesagt, wie gesagt, ich werde das Tutorial durchspielen. Ich werde euch so ein bisschen was vom Spiel zeigen. Ich habe die Bremsen ein bisschen hart eingestellt, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich nur beim Auto, beim Bus passt es wahrscheinlich, aber ja, mir fällt es gerade auf. Auf jeden Fall werde ich dieses Spiel, das Tutorial spielen, euch das so ein bisschen zeigen, euch quasi präsentieren. Ihr könnt mir Themen, Fragen, was auch immer, einfach mal in die Kommentare schreiben, denn immer wenn wir dann irgendwelche Busfahrten oder was auch immer für Fahrten haben, kann ich dann über Themen sprechen, irgendwas, was euch halt interessiert, kann euch Fragen beantworten oder so, also fast schon so ein, ja, Frage-Antwort-FAQ-Sache oder so, keine Ahnung, also so soll es jetzt nicht werden, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, also gerne was reinschreiben, was ich dann eben machen kann und im Video erzählen kann. Es kamen in den letzten Tagen übrigens nicht so viele Videos, WWE kam, glaube ich, gestern oder vorgestern oder sowas, das lag einfach daran,
dass ich krank geworden bin, unbedingt die Glocke auch aktivieren, dann, also ich sag sowas eigentlich voll ungern, aber dann kriegt ihr auch diese Community-Beiträge. Wie nennen wir das einfach mal? Mike Army oder so, keine Ahnung. Machen wir einfach mal, ist mir jetzt egal. Dann kriegt ihr auch diese Community-Beiträge, denn da habe ich auch gepostet, dass ich krank war und wieder voll reinstarten möchte. Und da war ich auch mit den Handeln zu sehen, dass ich da auch ein bisschen Sport gemacht habe. Und dummerweise habe ich mich dann den nächsten Tag verletzt und hatte hier eine Überdehnung, einen kleinen Muskelriss oder Sehnenriss oder irgendwie sowas. War auf jeden Fall richtig hässlich und dann habe ich auch gar nichts mehr aufgenommen und so. Das wollte ich bloß gesagt haben. Das war jetzt grundlegend mal alles. Ja, wie ihr jetzt hier seht, wir sind quasi zu unserem Büro zu Hause gefahren. Und hier können wir uns jetzt einen Bus kaufen. Das ist jetzt die erste Aufgabe. Wir werden übrigens auch mal, bestimmt werden wir, wenn wir nicht im Tutorial dahin fahren, ich glaube, man fährt im Tutorial nicht dahin, dann werden wir mal eine Special-Folge machen, wo wir nach Yandia fahren und ich dann mit euch so ein bisschen vergleiche, wie das zum Real Yandia aussieht. Ich habe es mir schon mal angeguckt, also es sieht gar nicht so übel aus. So, wir müssen uns jetzt einen Bus kaufen. Die Frage ist, was kaufen wir für einen Bus? Einen gebrauchten müssen wir uns kaufen, weil wir nur 200.000 haben und die anderen zu viel kosten. Sollen wir jetzt so einen richtig krassen kaufen oder... Eigentlich ist der für 101.000 eigentlich ganz gut, weil der hat 91er Status hier. Das heißt, er ist, er hat hier, das sieht man hier, der hat einen Ölwechsel gemacht und ist irgendwie, also ist in gutem Zustand, sagen wir es so. Und den kaufen wir jetzt einfach mal, da kenne ich überhaupt nichts. Zack. Bitte hole dein Fahrzeug am 7.06.2018 ab. Alter, Leute, wir haben auch... Bald ist Heiligabend. Ich glaube, morgen für euch. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ich glaube, morgen ist Heiligabend. Und das ist echt crazy, dass das schon wieder so schnell rumgegangen. Das ist Wahnsinn. Also für die heutige Folge habe ich nicht viel vorbereitet zum Labern. Also irgendwelche Themen, die euch interessieren, schreibt mir das auf jeden Fall unbedingt rein. Ist aber, bohrt jetzt hier jemand? What the fuck? Ich nehme gerade irgendwie um 7:30 auf. Wer zur Hölle bohrt jetzt? ja, aber schreibt wie gesagt gerne Themen und oder auch Fragen rein. Würde mich freuen und wie gesagt, ich hoffe, das wird so ein kleines, cooles Projekt. Ja, war ein bisschen was zum Spiel. Also die Grafik finde ich eigentlich ganz cool. Also für so einen Bus-Simulator geht das auf jeden Fall klar. Es ist ein bisschen das Performance-Problem. Allerdings habe ich mir ja tatsächlich, es hat zwar so gut wie keiner gespendet, also ich habe ja das Angebot gemacht, ihr könnt spenden und dann werde ich mir wahrscheinlich von diesen Spendengeldern, was habe ich jetzt gemacht, kann ich jetzt, hallo, ich will doch rückwärts fahren, ah, jetzt macht das, von diesen Spendengeldern wollte ich mir Arbeitsspeicher und eine SSD holen, aber das habe ich mir jetzt einfach trotzdem so gegönnt, weil ich gerade ein bisschen Geld übrig hatte. Das heißt, ich habe das ganze Spiel auf einer SSD laufen. Und das ist ultra praktisch. Irgendwas höre ich doch im Hintergrund gerade, aber ist egal. Weil das Spiel so ein bisschen Performance-Probleme hat. Aber an sich ist es eigentlich ganz cool von der Grafik. Also es macht man nichts falsch. Die Bremsen habe ich nur ein bisschen zu hart eingestellt. Das mache ich aber abseits der Aufnahme dann. Das wird auch eigentlich so ein Uncut-Projekt, außer mir fällt wirklich nichts mehr ein zum Labern. Aber ich hoffe, mir fällt immer was ein zu labern. Und wenn ihr Themen habt, dann fällt mir sowieso was ein zu labern. Und ich will so um die 20 Minuten machen. Das ist auf jeden Fall nice. Das läuft. Nächste Woche wird es übrigens auch ein neues Projekt geben. Auch ein neues Projekt. Das ist ja auch ein neues Projekt quasi. Das andere neue Projekt wird halt deutlich länger gehen. Und wird auch Micha, ja genau. Mit Micha und Jan wird auf jeden Fall mega cool. Will ich noch nicht so viel spoilern, aber man kann sich so ein bisschen schon denken. Wir sollen jetzt auf jeden Fall zum Hafen fahren und unseren Bus abholen, den wir gerade eben gekauft haben. Was ich ein bisschen schade finde, also Kritik soll man ja auch immer mal ausüben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, ich versuche jetzt mal ein bisschen besser zu fahren, ich fahre gerade wie so ein Penner, dass wenig Verkehr ist. Also ich sehe absolut keine anderen Busse, also hier fährt kein anderer Bus rum. Dann allgemein wenig Verkehr, also es ist wirklich wenig los. Ein bisschen mehr würde ich mir da schon wünschen. Performance-Problem natürlich, wie gesagt. Was gibt es noch zu bemängeln?
Radiosender werde ich jetzt hier nicht einblenden wahrscheinlich, weil da GEMA-Rechte drauf sind. Da soll es ja bald einen Radiosender geben, der GEMA-frei ist dann. Aber das kommt erst, es kommen auch erst DLCs, also da ist noch nichts draußen. Wenn ihr Fakten über dieses Spiel haben wollt, dann googelt's oder was auch immer. Ich find's cool, ich spiel's, aber ich bin jetzt kein Profi oder kenne mich mit allem aus. Ja, ist auf jeden Fall crazy. Auf Fuerteventura, wie gesagt, war ich schon mal. Und deswegen dachte ich so, oh mein Gott, Fernbus Simulator habe ich ja auch gespielt und deswegen habe ich richtig Bock bekommen, weil ich wusste, das Spiel wird nicht schlecht, weil die Entwickler haben das ja damals auch gut hinbekommen und Fuerteventura und so, und ich, ja, ich hatte einfach Bock drauf, deswegen mache ich das jetzt auch einfach, natürlich mit Facecam hier und Greenscreen. Wow, bin echt gespannt, wo ich die Kamera wieder hinsetze, das wird interessant. Jo, läuft bei dir? Weil links unten stehen so ein paar Sachen, so Fahrer zum Hafen, bla 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 und Errungenschaften, rechts unten ist die Karte, deswegen muss ich es irgendwo oben hinpacken, oben mit Greenscreen, fällt mir ja gerade auf, das sieht eigentlich gar nicht so smart aus. Naja, blöd gelaufen, verkackt, wahrscheinlich oben links, aber das seht ihr ja jetzt, ne? So, wir lassen unser Auto jetzt hier stehen und holen unseren Bus ab, da ist er ja. Da ist er, ich glaube, man kann ihn auch irgendwie umlackieren, etliche Sachen machen, also es ist wirklich, man hat hier auch ein Wirtschaftssystem mit drin, also es ist ganz, ganz, ich sollte vielleicht den Motor ausmachen, es ist ganz, ganz viel mit drin, man muss tanken, man muss dies und jenes, man muss den Bus reparieren, wenn man irgendwie Unfälle baut, dann kriegt er auch Schaden, also sie haben einiges getan. Ich finde es cool, vom Prinzip her ist es immer noch dasselbe, auch dieselben Busse, was ich halt ein bisschen schade finde, weil so als Reisebusse gibt es ja eigentlich immer andere Busse, so kleine Shuttles oder so nennt man die ja, glaube ich. Deswegen finde ich den hier ein bisschen zu übertrieben. Das ist übrigens das Radio. Jetzt geht es nicht mehr, ja jetzt schon. Also hier ist Werbung und Zeug und ist eigentlich ganz cool, aber ich drehe es hier runter. Ich habe mir auch coole Tastenbelegungen gelegt, das ist auf jeden Fall sinnvoll, würde ich euch empfehlen. Ansonsten immer das gleiche hier, also man kann wieder alles anmachen, dieses Gedöns mache ich jetzt tatsächlich sogar mal an, dann muss ich das die nächsten Male nicht immer anmachen. Klimaanlage ganz wichtig, weil hier ist es natürlich warm. Auch im Winter wird es wahrscheinlich um die 20, 22 Grad da haben. Also das, oh ich roll. Das ist eigentlich ganz cool. Habe ich jetzt einen Warmling angemacht? Ja. Ups. Das können wir anmachen. Fuera de Servida, ja genau. Stand nicht mal ganz drauf. Leute, ich habe sogar als Förderkurs Spanisch gewählt. Das ist der Wahnsinn. Jetzt ist der Motor an, okay. Wir hatten so selten Spanisch bisher, aber wir haben die Chance gehabt, einen Förderkurs zu wählen. Und auf meiner neuen Schule, wo ich jetzt bin, ich war ja auf einer alten, aber jetzt bin ich auf einer anderen, um mein Abitur da zu machen. Und da habe ich mal gedacht, okay, nehme ich Spanisch. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich ja, wie gesagt, auch öfter mal in Spanien im Urlaub bin. Und ja, Leute, wir haben leider nicht so oft Spanisch gehabt. Sonst könnte ich jetzt hier Spanisch mit euch reden. Aber wenn ich ein bisschen öfter jetzt mal habe, werde ich in einem Jahr dieses Spiel nochmal spielen und dann machen wir eine spanische Folge für die spanischen Zuschauer. Das wäre doch mal was. Das wäre eigentlich voll kacke, keine Ahnung. Ja, jetzt müssen wir unseren Bus zurückbringen zum Firmengelände. Was ich extrem witzig finde, dass man, also ich weiß wie gesagt nicht, wir werden das Spiel nicht so häufig bringen und nicht so ein langes Projekt draus machen, außer ihr feiert es komplett. Aber, okay, hier ist die Bremse auf jeden Fall ein bisschen besser gehandelt in dem Bus als im Auto. Aber zum Beispiel, ihr seht ja da auf der Karte so ein Restaurantzeichen und sowas. Das ist einfach dafür gedacht, dass man, wenn man die Leute rumfährt, zum Beispiel da einfach mal essen geht mit denen. Also so Zwischenstopp, ja, wir machen bei dem Restaurant da Zwischenstopp und dann wird da halt gegessen. Ja, und die Restaurants haben auch Bewertungen, also Sternebewertungen. Boah, es ruckelt schon ein bisschen eher hier, als wenn ich nicht aufnehme, logischerweise, aber
Das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, das geht einigermaßen, aber passt schon. Das ist voll witzig. Die haben halt Sternebewertungen. Also es gibt irgendwie 4 Sterne, 5 Sterne Restaurants. Aber es gibt, oder Restaurants, keine Ahnung, aber auf jeden Fall auch 3 Sterne und so. Ich glaube, das, wo wir jetzt vorhin entdeckt haben, ist ein 3 Sterne. Das ist auf jeden Fall ultra witzig. Also habe ich noch nie gemacht. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt. Das habe ich noch nie gemacht, dass ich da hingegangen bin. Aber ja, auch wie jetzt hier Fitnessstudio entdeckt und irgendwie ist das ein bisschen crazy. So ein bisschen lebendiger. Man kann auch frei rumlaufen. Ich könnte theoretisch auch mit dem Auto einfach jetzt nach Yandia fahren oder so, um euch das zu zeigen. Ja, das wäre jetzt einfach geradeaus hier weiter, ungefähr eine Stunde in Real Life und im Spiel tatsächlich auch um die 15 Minuten. Also es ist tatsächlich schon eine relativ große Karte, würde ich mal behaupten. Ja, also ich muss sagen, man hat schon gute Strecken hinter sich zu legen, kann man auf jeden Fall, dafür, dass es nur eine Insel ist. Oh Gott. Ja, den habe ich jetzt mitgenommen. Den habe ich nicht gesehen. Ich sollte vielleicht vorher nach links gucken, wenn ich da reinfahre. Aber jetzt habt ihr gesehen, das war natürlich nur zum Vorführen, dass da gerade stand, dein Bus nimmt Schaden zu und jedes Mal, wenn ich irgendwo reinfahre, dann habe ich Schaden und dann kann ich diesen Kampf reparieren oder muss diesen Kampf reparieren. Und ja, dementsprechend, man hat ja auch gesehen, ich habe jetzt einen Bus mit Status 91 gekauft und dieser Status nimmt halt quasi ab, indem ich Unfälle baue, wie jetzt gerade eben. Was ich auf jeden Fall nice finde, dass es eine Rückfahrkamera gibt. Können wir schon in die Garage? Ja, können wir. Das habe ich nämlich herausgefunden, wo ich allein gespielt habe, also ohne aufzunehmen, dass es hier eine Garage gibt, wo man den Bus einfach sneaky reinstellen kann. Und ja, fertig. Ist eine super Sache. Wir machen den Bus aus und die Tür auf. Dann können wir schon aussteigen und wir gehen wieder back in unser Büro. Und nehmen wahrscheinlich unseren ersten Auftrag an. Und das ist übrigens der Typ, Alter. Der ist so krass, ne? Ohne Spaß. Der ist auch so riesig und das ist so crazy, ja. Wow. Neue Aufträge, genau. Hier haben wir einen neuen Auftrag. Für, habe ich den jetzt angenommen? Ja, für 500 Euro. Ist jetzt leider nicht so viel, aber ist halt so. Dann kann man wieder den Kalender öffnen und kann dann einfach zu dem Tag vorspringen. Man kann natürlich die Tage auch abwarten. Ich hätte jetzt, wie gesagt, einfach irgendwo hinfahren können und den Tag damit rumbringen, indem ich euch irgendwas anders zeige oder einfach ein bisschen rumfahre. Cool, dass wir die Tür zugemacht haben. Auf jeden Fall kann man es aber auch ganz einfach überspringen, was ich eine super geile Funktion finde, für das, dass es wirklich so ein bisschen realistischer ist, dass ich mich frei bewegen kann und so. Finde ich das super toll, dass man das Ganze einfach mit dem Kalender überspringen kann. Tor, bitte geh auf. Dankeschön. So, fahren wir wieder raus. Wie gesagt, meine Tasten, alles perfekt gelegt. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist, geil, dass du wartest, dass man nicht mit dem Steuerkreuz, also man bei ETS zum Beispiel ist es ja so, dass man mit dem Steuerkreuz, habe ich mir das so eingerichtet, dass ich mit Mehrwegschalter, Steuerkreuz, was auch immer, wenn ich den nach links drücke, dass er dann nach links guckt und wenn ich nach rechts drücke, dass er nach rechts guckt und ich dann quasi wieder zentrieren kann. Hier muss ich mit der Maus nach links und nach rechts gucken oder wo auch immer. Zentrieren kann ich zwar, aber nach links und rechts gucken ist nicht möglich. Ich bin falsch gefahren. Ich hätte vielleicht auf den Navi gucken sollen. Wie gesagt, ich habe das schon ein bisschen gespielt und alle Aufträge, die man fährt, sind ab einer gewissen Station, die in einem anderen Dorf ist, ein Dorf weiter. Und das habe ich jetzt dann ein bisschen verkackt. Ich wollte jetzt da in dieses eine Dorf weiter quasi fahren. Ah, ich muss jetzt gucken, da kommt keiner, sonst ramme ich den wieder weg. Ja, perfekt. So, ich kann auch hier Scheibenwischer machen und schneller machen und so und auch langsamer und das ist ja Wahnsinn, wie ich mir das alles eingestellt habe. Also so ein Lenkrad ist auch zu empfehlen, das muss ich echt sagen. So. Dann fahren wir mal zu den Leuten ran. Das sind die ersten Leute, die wir in diesem wahnsinnig tollen Let's Play, in diesem wahnsinnig tollen Spiel hin und her fahren können. Das habe ich mir auch eingerichtet hier, dass ich mit dem Schalthebel dadurch nur vorwärts, rückwärts hier einstellen, dass ich diese Klappen da aufmachen kann.
Das ist voll witzig. Das ist richtig geil. Aber die haben ja eh keine Koffer, noch nicht. Also beim Fernbus-Simulator war das essentiell, weil die sonst rumgeheult haben. Aber hier ist es halt unwichtig noch. Ich weiß nicht, das habe ich tatsächlich privat auch nicht gespielt. So weit, dass man irgendwie Leute vom Flughafen abholt oder zum Flughafen bringt. Das habe ich noch nie gespielt. Heißt, ich weiß nicht, ob das relevant ist oder irgendwann relevant ist. Mit den Koffern, ich schätze mal schon, also würde ich jetzt mal so einschätzen, dass es wahrscheinlich schon irgendwann relevant ist. Wann, weiß ich natürlich nicht. So, dann haben wir hier alles eingestellt, dann passt die Sache und dann haben wir die erste Folge auch rumgebracht. Ich habe euch ganz, ganz viel erzählt und ihr wisst jetzt alles über dieses wunderbare Projekt. Wenn es noch Fragen gibt, wenn ich ein bisschen zu viel gelabert habe, tut es mir das leid, aber ich möchte die Folgen auch nicht länger machen wie jetzt, aber ich möchte sie halt so wie jetzt ungefähr in der Länge machen und auch so wie jetzt relativ uncut, da das einfach, ich weiß nicht, bei so einem Projekt viel zu cutten, keine Ahnung. Dieses Video wird wahrscheinlich Sonntag online gekommen sein oder am Samstag oder am Freitag oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall zum Ferienbeginn. Also wünsche ich euch jetzt schöne Ferien, schöne Feiertage, vielleicht sehen wir uns nochmal in einem der anderen Videos, aber die anderen Videos werden wahrscheinlich alle vorproduziert sein. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch vor Weihnachten aufnehme, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob ich am Montag, dann am Heiligabend in der Früh noch was aufnehmen oder am Sonntagabend oder so, weil ich bin jetzt auch noch weg bei meinem Vater und was weiß ich. Also, ja, macht's gut, haut rein, bis dahin. Lasst mir da, wenn es euch gefallen hat. Heute ein bisschen crazy Video, aber danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.